Hallo hier bei uns in der Grafschaft. Wir haben hier heute auf unserem Betrieb einen ganz besonderen Tag und ich nehme euch mal mit. Der Milchlandpreis ist ein Preis, mit dem besonders gute Milchviehbetriebe ausgezeichnet werden. Milchviehbetriebe, die sich besonders in den Bereichen Gemeinschaft oder Gesellschaft, Ökonomie, Umweltschutz und auch Tierwohl engagieren. Die Auszeichnung ist für die Branche wichtig, um halt darzustellen, welche Aktivitäten, welche Maßnahmen im Bereich der Milcherzeugung auch im Bereich der Nachhaltigkeit durchgeführt werden. Wir haben uns für den Milchlandpreis beworben, wo wir jetzt nach 20 Jahren gedacht haben, man will wohl mal wieder wissen, wo stehen wir. Wir hatten ja viel umgestellt auf dem Betrieb. Also für den Tierkomfort und fürs Tierwohl tun wir natürlich eine ganze Menge. Die Kühe sind da hier das A und O. Also neben dem Tierkomfort haben wir natürlich auch in unseren Arbeitskomfort, wie ich es mal nennen, investiert. Zum Beispiel haben wir Melkroboter bekommen. Das macht natürlich das Arbeiten etwas entspannter, etwas weniger körperlich. Haben viel digitalisiert, dass man viele Sachen mit dem Handy machen kann und nicht mehr so viel kontrollieren muss. Viel mechanisiert, hier automatisiert, also eigentlich in allen Bereichen irgendwie, dass man als Person oder als Arbeitskraft auch ein bisschen entlastet wird auf allen Ebenen. Als Gutachter kommt man morgens um 9 Uhr auf den Betrieb. Man hat einen festen Fragenkatalog mit. Es geht ums große Ganze, das heißt, es wird beurteilt, wie wird der Betrieb geführt, wie wird er gemanagt. Und zum Schluss zählt auch noch das wirtschaftliche Ergebnis von den Betrieben mit ein. Ja, die Landwirtschaft generell und auch der Hof Horsing als Beispiel für einen milchwirtschaftlichen Betrieb haben eine sehr hohe Bedeutung für den ländlichen Raum. Die Landwirtschaft prägt den ländlichen Raum. Die Landwirtschaft hat einen hohen Faktor hier, auch einen hohen Wirtschaftsfaktor. Arbeitsplätze werden geschaffen. Und natürlich auch, wenn man auch den schönen Hof Horsing hier in Esche sieht, ist das auch landschaftlich reizvoll. Den kann man von Weitem schon sehen, wie gut gepflegt dieser Hof ist. Das jetzt mitzuerleben, dass nochmal die goldene Olga nach Esche kommt, freut einen Samtgemeindebürgermeister natürlich auch sehr. Dazu gehört ganz viel Fleiß. Man muss dieser Aufgabe sich stellen, von morgens bis abends, 365 Tage im Jahr. Mein ganz großer Respekt. Es gibt immer Stellschrauben, um sich noch weiter zu verbessern. Wir sind natürlich jetzt zwar ausgezeichnet worden mit bester Milchviehhalter in Niedersachsen 2023, aber das natürlich, da kann man sich nicht drauf ausruhen. Die Anforderungen werden trotzdem steigen. Die eigenen Anforderungen sind so oder so noch nicht erfüllt. Aber es gibt viele kleine Sachen im Stall, hier in der Ecke was, da ein bisschen was, wo wir sicherlich noch Verbesserungspotenzial haben und auch noch Sachen probieren.